Und nun ist es Zeit für das zweite Halbfinale. Chris Hero steht sich gegenüber mit Bernard Van Damme. Und ringfrei für die beiden, die man sicherlich hier schon von vornherein zum Favoritenkreis gezählt haben dürfte. Zumindest Bernard Van Damme. Chris Hero war ja eher ein unbeschriebenes Blatt hier noch in Europa. Aber nach seinem Kampf am Vorabend wusste man natürlich, dass er auf jeden Fall auch in der Lage ist, diesen Titel zu holen. Und egal, wer diesen Kampf gewinnt, er wird auf jeden Fall, und das haben wir eben gerade gesehen, auf Michael Kovac treffen. Und vielleicht wäre es ja der Vorteil für Chris Hero, wenn er hier gewinnen sollte, denn immerhin hatte er jetzt schon einen Kampf gestern und könnte sich eine bessere Technik zurechtlegen, oder besser gesagt Taktik, um Michael Kovac beizukommen. Aber ob das der Fall ist, das sehen wir erst, wenn dieser Kampf zu Ende ist. Beide fangen auch erst einmal mit einigen Haltegriffen an, mit einigen Armbars. Denn Chris Hero zeigt hier, dass in Amerika auch halt das Wrestling etwas so in der Richtung gelernt wird wie in Europa, dass man erst Basic beigebracht wird, dass man die Griffe beherrschen muss, alles das und vor allem, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Falltraining, und dass man nicht anfängt, auf den Seilen herumzuhüpfen und zu denken, man ist ein Wrestler. Nein, auch das lernt man natürlich bei Dory Funk, aber die Griffe, die Fallschule, das ist wichtig. Dann darf man in den Ring gehen und eigentlich nicht er. Und Bernard Van Damme hier mit einigen schnellen Aktionen, Dropkicks, und wieder geht's zurück an den Kopf. In den Side Headlock. Und das macht er eigentlich ganz gut. Natürlich ist für ihn auch Chris Hero ein ganz, ganz neuer Gegner. Beide haben sich halt in dem Sinne vorher nie gesehen. Einen Tag zuvor vielleicht den Kampf des Gegners angeguckt. Und nun stehen sie sich gegenüber. Und das ist schon eine schwierige Geschichte. Ja, Chris Hero schafft es aber, sich aus diesem Side Headlock mit seinen kräftigen Armen zu befreien und hat nun selbst eine Art Hammerlock angesetzt hier. Beide auf jeden Fall jetzt auch dabei, eine bessere Ausgangssituation zu kriegen. Und hier eine wunderschöne Aktion von Bernard Van Damme, mit der man wahrscheinlich nicht gerechnet hätte. Er geht aber auch sofort wieder an den Arm rüber, versucht seinen Gegner so zu kontrollieren. Aber Chris Hero kommt raus, drängt ihn in die Ecke. Und es gibt einige Shoulderblocks vom Superman-Verschnitt, wie er sich selbst gerne sieht, ne? Wir haben es ja am Anfang gesehen mit diesem etwas ummodellierten Superman-T-Shirt. Er kommt ja auch offiziell aus Metropolis, wenn ich mich da nicht ganz irre. Ja, genau. Und ist eine sehr schöne Stadt. Da ist es natürlich logisch, dass er irgendwelche Fäden oder Brücken bauen will zu diesem Gimmick, möchte ich mal sagen. Vor allem mit Chris Hero ist ja auch schon einiges gesagt. Aber was er wirklich drauf hat in einem Single-Match und nicht in einem Three-Way-Dance, kann er hier beweisen. Und ja, es scheint nicht wenig zu sein. Ja, das schafft er bisher auch. Zumindest hat er hier die Oberhand. Er spielt auf jeden Fall seine körperlich doch ein bisschen überlegene Varianten aus. Er ist etwas stärker und etwas größer und das nutzt er und das macht er gut. Denn wenn er es nicht nutzen würde, wäre er etwas dumm. Er ist zusätzlich noch ziemlich jung und auch geht jedes Risiko ein, wenn man das so sagen kann. Hier ein Cover, aber Bernard Van Damme mit seiner Routine, ein Griff ins Seil und schon muss der Count unterbrochen werden. Aber da geht's weiter mit einem Body Slam. Er legt ihn sich breit und mit einem sehr schnell durchgezogenen Leg Drop. Ein verdammt schneller Leg Drop und noch einmal hinterher. Ja, da hat Van Damme natürlich keine Chance zu reagieren und das Cover hinterher. Aber wieder ist Van Damme rausgekommen
Auf jeden Fall scheint er überrascht zu sein über das Können und speziell auch ja, die Vielfalt dieses Amerikaners. Noch ein ein Knie in den Körper gezogen. Ja, er stößt aber auch mit dem Ellbogen noch einmal extra gegen den Kopf von Van Damme. Clothesline verfehlt aber. Oh, noch Elbow einmal verfehlt ebenfalls. Und jetzt kommt Bernard Van Damme mit dem Crossbody zurück. Oh, das hätte schon fast der Three-Count sein können, denn das war verdammt überraschend, auch für Chris Hero. Ja, und da tut er erstmal hier so, als ob er Angst hätte vor Van Damme und schlägt dann blitzschnell zu. Auf jeden Fall gute Taktik, die er hier hat. Wenn er mit der so weitermacht und nicht so viel einstecken muss wie momentan, dann kann er diesen Kampf mit Sicherheit für sich entscheiden. Aber jetzt ein Rip-In in die Ecke, ein Elbow, oh oh, den hat er abgekriegt. Und der Amerikaner wieder am Drücker, covert jetzt, 1, 2, puh. Ja, hätte er auf jeden Fall vielleicht das Bein mit einhaken sollen, dann hätte es vielleicht schon einen 3-Count geben können. Das hätte es vielleicht, aber ich muss nochmal auf eine Sache eingehen. Chris Hero ist sehr, sehr jung im Grunde im Wrestling-Business. Und egal, wie er nun nach Amerika zurückgeht, ob als Junior Heavyweight Champion der IWW oder nicht, oder vielleicht doch, er wird eines auf jeden Fall in Europa hier gesammelt haben an den 2 Tagen. Und das ist Erfahrung und speziell auch Erfahrung mit anderen Kampfstilen. Aber dies hat er gekontert. Wow. Mit einer Art, ja, Neckbreaker. Zumindest hat es Van Damme ziemlich umgehauen. Und jetzt ist Hero mal wieder am Drücker. Setzt einen Whip-In an. Ab geht's. Clothesline hat getroffen. Und man muss sagen, Van Damme, nachdem er ja den Tag zuvor über German Kid wirklich triumphiert hat und ihm etwas vorgeführt hat, muss er heute leiden. Und eine schöne Clothesline hier aus dem Ring. Ist Van Damme, glaube ich, noch, zumindest sah es aus, dass, als ob er auf den Beinen noch aufgekommen ist. Das spricht natürlich für seine Gelenkigkeit. Nun aber, ja, da haben wir wieder unseren lieben, alten, guten, bekannten Tisch, der von Chris Hero hier bereitgestellt wird. Ja, und so wie es aussieht, versucht er eine Aktion damit zu machen. Er legt Van Damme oben drauf. Oh, oh, ob das was hinhaut, das werden wir gleich sehen. Er klettert aufs dritte Seil, so wie es aussieht. Ja, und will jetzt aus dem Ring nach draußen irgendeine Aktion zeigen, vielleicht einen Big Splash. Nein, ein... Autsch! Holy shit, das war ein Senton, sollte es sein. Van Damme springt aber vom Tisch und das sah ja fast aus, als ob Chris Hero da mit dem Kopf auf den Tisch geknallt ist oder irgendwo das auf den... Das war ein, ja. Oh, man konnte es nicht genau erkennen, auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte Aktion. Selbst ein Selbst-Knockout. Van Damme natürlich dadurch jetzt im Vorteil. Chris Hero, so wie es aussieht, immer noch am Boden. Also das muss ihn wahnsinnig mitgenommen haben, eine Aktion, die, wenn er sie geschafft hätte, wahrscheinlich matchentscheidend gewesen wäre. Ja, das könnte natürlich der Wendepunkt jetzt sein. Ich meine, mit Schädelbrummen kann man natürlich etwas schlechter kämpfen als mit einem frischen Schädel, sag ich mal so. Ja, aber wie gesagt, hätte er die Aktion ordentlich hingekriegt und Bernard Van Damme durch diesen Tisch befördert, ich glaube, dann wäre er jetzt schon der finale Gegner gegen Michael Kovac. Ja, das könnte natürlich sein. Van Damme auf jeden Fall setzt hier nach mit einigen Elbow Drops und Chris Hero hält sich den Kopf. Das hat ihn wirklich böse erwischt, denke ich mal. Das hat ihn sehr, sehr böse erwischt, aber auch hier Bernard Van Damme geht jetzt natürlich auf den Kopf mit den nächsten Aktionen. Verdammt hart, aber genau das, was er machen muss, wenn er diesen Kampf gewinnen will. Und weiter geht es mit dem Wippen in die Ringecke. Bernard Van Damme kriegt aber den Boot ab. Also Chris Hero hat sich vielleicht wieder erholt. Was setzt er jetzt an? Oh, ein Diamond Dust. Eine Art Ace Crusher oder Stone Cold Stunner. Wobei ich am liebsten die Bezeichnung Ace Crusher nehmen möchte. Ja, eine Aktion, die man eigentlich vor allem in dieser Variante oft in Japan sieht. Einige Leute benutzen diese Aktion sehr, sehr gerne, um die Gegner schachmatt zu machen. Und auch Chris Hero.
jetzt ein Kopfzug und ein Aufgabegriff oder wird das ein weiterer? Oh, ein Neckbreaker, ein Swinging Neckbreaker. Ein da hat Neckbreaker. Seinen Gegner erst vorher in einen Art Headlock genommen und daraus dann den Neckbreaker. Hätte ich nicht gedacht, dass er es doch nochmal schafft, hier nach dieser verunglückten Aktion hier noch einmal frischen Wind zu bekommen. Aber er steigt erneut aufs dritte Seil. Also wenn er jetzt diese Aktion, vielleicht zeigt er einen von seinem Frog Splash. Ja, dafür ist er bekannt. Und ein Smile. Oh, das war es nicht. Bernard Van Damme ist auch ein zäher Hund. Und auch hier ist es ja wieder ein Kampf der Nationen Europa gegen Amerika. Und momentan, ja, sieht es so aus, als ob Amerika diese Schlacht gewinnen kann. Aber ich denke mal, da wird Van Damme sicherlich noch etwas dagegen haben. Er rollt ihn ein. Sehr schönes zwei. Reversal, aber wieder nur ein Zweikampf. Wieder nur ein Zweikampf. Aber und Van Damme ist auch fast schon schachmatt, kann man sagen. Seine Atmung ziemlich schwer. Chris Hero bleibt auf jeden Fall am Drücker und das ist das Wichtigste, was er tun muss. Er muss weiter auf Bernard Van Damme einprügeln und ihn durch die Gegend werfen. Ansonsten könnte es gefährlich. Und da geht der Moonsault wieder daneben. Wieder daneben. Diesmal Gott sei Dank kein Tisch dabei. Aber trotz alledem, es hat sich Hero fast schon wieder schachmatt gesetzt. Ja, auch diese, das war glaube ich auch die Aktion, die am Tag zuvor bei Phil Powers daneben ging und Bernard Van Damme sofort wieder mit Aktionen gegen den Schädel, weil ich nehme an, das Schädelbrumm von vorhin ist noch lange nicht gegessen. Ja, jetzt brummt der Schädel natürlich noch etwas mehr nach diesen Schlägen, aber Hero gibt nicht auf. Er kämpft zurück. So leicht will er sich nicht geschlagen geben. Er möchte unbedingt hier den IWW Junior Heavyweight Titel mit zurück nach Amerika nehmen. Auf jeden Fall ein Fighter, wie er im Buche steht, aber hier jetzt Crossbody von der Ecke. Und das war's. Bernard Van Damme konnte diesen Kampf doch für sich entscheiden.